Und das siebte Rennen ist gestartet. Charon hat das Kommando übernommen. Das hätte auch nicht schief gehen können. Dahinter dann in zweiter Position Trail of Dust. Und glänzend weggekommen ist Inilu, ist schon in vierter Position. Feld geht durch den ersten Bogen. Charon gegen Trail of Dust und Rocardo de Beaumont. Dahinter Inilu, viertes Pferd. Dann folgt Lady Mort. So geht es durch den Bogen mit Sygnet und am Ende Word of Feeling. Pferde verlassen den ersten Bogen und kommen auf die Tribünen, gerade mit Charon. Charon zeigt den Weg, Trail of Dust in zweiter Position und jetzt rückt außen bereits Inilu auf, kommt hier in zweiter Spur und attackiert nun auch den führenden Charon. Es geht von Ziel aber auf die letzten beiden Runden. Inilu will das Kommando, hat einen Vorteil und zieht im zweiten Bogen nach vorn. Doppelzulage ausgeglichen, Kommando erobert. Und damit ist sicherlich eine Vorentscheidung gefallen. Inilu gegen Charon und Trail of Dust. Die ersten drei, Rocardo de Beaumont, Lady Mort. Dann What a Feeling und Sygnet am Ende des Feldes. So ging es an der Startstelle vorbei. Pferde sind auf dem Weg zum nächsten Bogen und Inilu zeigt den Weg. Inilu, Charon folgt, Trail of Dust und Rocardo de Beaumont. Drei rot, die drei. Lady Mort nach einem Fehler eliminiert durch den Lopa-Bogen. Inilu hat das Kommando gegen Charon, Trail of Dust, Rocardo de Beaumont. What a Feeling und dann Sygnet und so geht das Feld wieder auf die Tribünen gerade. Alle Pferde an der Innenkante wie auf der Perlenschnur. Inilu, Inilu, Charon, Trail of Dust, Rocardo de Beaumont. What a Feeling und Sygnet, noch keine Angriffe und in diesem Moment geht Thomas Pancho nach außen und macht mit Sygnet hier nun ein wenig Action, bringt ein wenig Farbe in die Partie. Sygnet rückt in zweiter Spur auf. Da versucht sich What a Feeling dran zu hängen. Ganz vorne Inilu. Inilu an der Spitze gegen Charon, Trail of Dust und Sygnet. Innen Rocardo de Beaumont, der stark gegen die Hand geht. Mit außen What a Feeling. Pferde sind auf der Gegenseite und Sygnet setzt seinen Vormarsch fort. Ist nun an der Seite von Charon. Inilu, Sygnet, Charon, dann Trail of Dust, What a Feeling und Rocardo de Beaumont. So geht es auf Ende gegenüber zu. Das Feld geht in den Schlusspunkt, 500 Meter noch. Inilu marschiert eine gute Länge gegen außen Sygnet. Inilu, Sygnet und Charon, dann What a Feeling, Trail of Dust und Rocardo de Beaumont. Durch den Schlussbogen geht das Feld weiter vorne in guter Haltung. Inilu. Inilu, jetzt kommt die Attacke von What a Feeling, greift in dritter Spur an. Es geht um die letzte Ecke. Die Pferde sind in der Distanz. Inilu ist vorne. Sygnet, What a Feeling, Charon in den Trail of Dust. Aber vorne ist Inilu. Inilu löst sich hier. Inilu souverän hat in den Trail of Dust. Inilu, Trail of Dust und außen What a Feeling. So geht's durchs Ziel. Vorläufiger Richterspruch für das siebte Rennen. Es gewinnt die 7 Inilu vor der 5 Trail of Dust und der 6 What a Feeling. 7, 5, 6 vorläufig. Achtes Rennen, Preis der Sprintermeisterin. Da laufen alle 9.